So, wir zeigen mal folgenden Satz. Primzahlen größer als 3, also Primzahlen ab der 5, haben die Formen 6n plus minus 1 für ein n aus n. Machen wir ein paar Beispiele, würde ich sagen. Ne? Gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Hier nehmen wir mal die 5. Das ist ja die kleinste Primzahl, die größer ist als 3. 5 als Beispiel ist. Hat die Form 6n plus minus 1? Ja, ne, das ist 6 mal 1 minus 1. Die nächstgrößere Primzahl ist gerade 6 mal 1 plus 1. Okay, funktioniert. Nehmen wir mal die nächste Primzahl, 11. Das ist 6 mal 2 minus 1, also 12 minus 1. Die 13 ist 6 mal 2 plus 1. Okay. Nehmen wir mal irgendwie größere Primzahl, nehmen wir mal die 53 beispielsweise. Was ist das? 54 ist ein Vielfaches der 6, ne? Also 6 mal 9 minus 1. 127 ist eine Primzahl. Schauen wir mal. 6 mal 20 ist 120, 6 mal 21 ist 126, also ist das 6 mal 21 plus 1. Also, wir haben ein paar Beispiele gemacht und scheint immer zu funktionieren. Aber anhand ein paar Beispielen kann man natürlich keinen allgemeinen Beweis folgern. Deswegen müssen wir eine allgemeine Begründung finden. So, also eine, aus der wir schließen können, es gilt tatsächlich für alle Primzahlen. Ich schreibe hier mal die ersten natürlichen Zahlen auf, und zwar nach einem bestimmten System, nämlich in Sechserpäckchen. So, 13, 18, 19, 20 und so weiter und so weiter. Eine Reihe machen wir noch. So, und ist klar, das geht jetzt immer so weiter, ne? Bis ins Unendliche. So, welche dieser Zahlen sind denn Primzahlen? Naja, vielleicht gehen wir mal andersrum vor, gucken wir mal, welche sind keine Primzahlen. Wir stellen fest, wir haben hier in Sechserpäckchen zusammengefasst. Das heißt, hier stehen schönerweise alle Vielfachen der 6 untereinander, ne? Das heißt, die können wir schon mal streichen. Das sind keine Primzahlen. Das sind alles Vielfache der 6. Und die 6 selbst ist auch keine Primzahl. Da wir aber Sechserpäckchen hier geschrieben haben, stehen auch immer alle geraden Zahlen untereinander, ne? Also diese hier, die können wir streichen. Die 2 streiche ich mal mit, weil es keine Primzahl größer als 3 ist. Und die 4. Und die Spalte darunter kann ich auch streichen. In dieser Spalte stehen bis ins Unendliche nur gerade Zahlen. Das sind keine Primzahlen, mit Ausnahme der 2. So. Können wir noch Zahlen streichen? Wenn man sich das mal genau anschaut, da wir Sechserpäckchen geschrieben haben, sind es ja auch immer zwei Dreierpäckchen nebeneinander. Das heißt, hier stehen untereinander immer Vielfache der 3. Das heißt, die können wir auch streichen. Ne? Die 3 streiche ich mit, weil das ist zwar eine Primzahl, aber nicht größer als 3. So. Die 1 streiche ich auch mal, das ist keine Primzahl. So. Und jetzt sehen wir, okay, jetzt sind zwei Spalten übrig geblieben und dort können tatsächlich Primzahlen drinstehen, und zwar nur da. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Form haben Zahlen in diesen beiden Spalten. Also Primzahlen stehen entweder in dieser Spalte oder in dieser Spalte ab der 7. Hier haben wir die Vielfachen der 6. Und die können wir ja schreiben, allgemein in der Form 6n, ne? 6 mal 1, 6 mal 2, 6 mal 3, 6 mal 4 und so weiter. Das heißt, hier links die Zahlen in der Spalte daneben sind immer genau um 1 kleiner als die Vielfachen von 6. Also hier haben wir 6n minus 1. Ne? 5 ist 6 minus 1, 17 ist 18 minus 1 und so weiter.
Diese Zahlen hier sind immer gerade um 1 größer als ein Vielfaches der 6. Die 7 ist 6 plus 1, die 13 ist 12 plus 1 und so weiter. Also hier stehen Zahlen der Form 6n plus 1. So. Und genau das wollten wir zeigen. Ne? Primzahlen haben entweder die Form 6n minus 1 oder 6n plus 1, weil sie können nur in diesen beiden Spalten vorkommen. Wichtig ist, es gilt nur diese Richtung, nicht die andere. Ja? Also wir wissen, wenn ich eine Primzahl habe, die größer ist als 3, dann steht sie in einer dieser beiden Spalten. Wir können aber nicht sagen, dass jede Zahl, die in diesen Spalten steht, auch tatsächlich eine Primzahl ist. Zum Beispiel die 25 ist keine Primzahl. Wir können also nur in die eine Richtung argumentieren, nicht in die andere.